Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier auf meinem Kanal. Ja, die Breslauer Straße hier in Saarbrücken, die ist ziemlich überlaufen. Hier entsteht auch gerade ein neues Wohnhaus. Auch das ist sehr schön, aber wie gesagt, die Bushaltestelle hier ist ziemlich überlaufen, die Breslauer Straße. Da müssen wir noch dran arbeiten auf Dauer. Wir haben jetzt aber genug Geld, um im Prinzip in einen weiteren Bus investieren zu können. Wir werden auch dementsprechend direkt erstmal einen Bus kaufen. Landauer. Dann haben wir den schon mal. Dann kann uns da nichts mehr passieren. Und wir werden eine Fernbuslinie errichten. Von der Burgstraße zu der Straße. Sollte erstmal passen. Und sagen Fernbus Saarbrücken nach Völklingen. Und darauf wollen wir jetzt die Linie, den Bus setzen. Fernbuslinie Saarbrücken Völklingen. Bin mal jetzt gespannt, wo der dementsprechend hinfährt. Da ist er. Der fährt zur Burgstraße, also fährt dann aus der Brücken erst und danach nach Völklingen. Sehr schön. Auch die Linie würde, denke ich mal, relativ gut Geld bringen. Schätze ich mal, die wird auch gut laufen. Könnte ich mir gut vorstellen. Auch hier entsteht ein neues Wohnhaus. Wie gesagt, wir müssen auch gucken, dass wir hier die Emissionen senken am Wohngebiet entlang. Weil, wie gesagt, hier haben wir Wohngebiet. Und hier fahren die ganze Zeit die LKWs lang und das ist nicht so schön, wenn hier die Wohnhäuser dementsprechend die ganzen Emissionen abbekommen. Das ist nicht gut. Das müssen wir auf Dauer noch ändern. Das kriegen wir aber definitiv hin. Dann werden wir hier hinten eine Umgehungsstraße machen irgendwie, dass die nach hier hinten fahren und hier hinten abliefern dann. Oder beziehungsweise hier hinten zurückfahren. Das werden wir auf jeden Fall machen dann. Aber wie gesagt, sind erstmal Kosten. Bushaltestellen kosten. Busse kosten, Fahrzeuge kosten und. Straßen kosten natürlich auch Geld. Und dementsprechend müssen wir immer ein bisschen abwarten. Ich weiß gar nicht, was eine Bushaltestelle kostet. In dem Sinne, was er aber einbringen könnte, ist das natürlich enorm. $10. $10 sind jetzt nicht viel. Sind hier jetzt in Saarbrücken $50 für die Bushaltestellen, das passt. Da kann man echt nicht meckern. Da kann man echt nicht meckern. Saarbrücken hat jetzt aktuell 317 Einwohner. Wie sieht es mit Völklingen aus? Völklingen hat 205 Einwohner. Auch da gucken wir mal, was wir machen können. Hier die Bushaltestelle ist auch ziemlich überlaufen. 49 Fahrgäste, die hier warten. Ansonsten können wir hier, glaube ich, nicht großartig was machen. Ne? Nee. Es geht ein sich von den Haltestellen her. Vielleicht könnte man hier noch eine Haltestelle einbauen. Muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Es reicht auch erstmal so, glaube ich. Was auch wichtig ist, immer zu gucken, wo laufen die Leute lang? Wo wollen sie hin? Welches Ziel haben sie? Gewerbegebäude. Ja, wie gesagt, hier würde schon gerne irgendwie eine Linie langfahren. Wenn sie hier langfährt, hier hinten rum und dann hier zurück, das wäre, glaube ich, optimal. Auch wenn hier vielleicht nicht unbedingt viel los ist am Wohngebiet, aber trotzdem, auch die Leute sollten angebunden werden und die Möglichkeit haben, schnell von A nach B zu kommen mit unseren Bussen.
Haben wir eigentlich die Möglichkeit? Einen Gütertram haben wir, glaube ich, nicht, ne? Okay, Tramdepot kostet auch Geld. Lassen wir auch erstmal. War jetzt eine doofe Idee. Das war jetzt eine doofe Idee. So, wir gucken uns mal einen Bus an. Wo fährt ein Bus? Da. Fährt jetzt zur Breslauer Straße. Voll besetzt mit 6 Leuten. So viele Leute unterwegs hier. Wie gesagt, wir müssen immer gucken, wo ist viel Potenzial, wo können wir was machen. Und da ist verdammt wichtig, dass wir das machen. Vor allem umso weniger die mit ihren Eigenfahrzeugen fahren, umso mehr Stau können wir auch vermeiden dementsprechend. Gut, mit den Eigenfahrzeugen, alle können wir sowieso nicht überzeugen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren von uns, aber vielleicht die meisten. Wie sieht es aus? Ziele. In Saarbrücken fahren 31% nur mit unseren Linien. 31%, das ist eigentlich gar nicht mal so viel, ne? Ich denke mal, das könnte man schon auf über die Hälfte steigern. Nach Völklingen fahren jetzt 83% mit unseren Linien. Das ist schon mal wesentlich besser. Ich weiß auch gar nicht, wie der Bus aussieht. Fahrzeuge verwalten. Achso, da ist der Boss. Wie sieht es aus? 6 von 6. Wo ist er? Okay, der fällt gerade aus Saarbrücken raus. Mit 6 Personen. Aber sollte dementsprechend eigentlich auch relativ gutes Geld geben, wenn er in Völkling ankommt. Mit 6 Personen, die Strecke, sollte echt viel geben. Wir transportieren schon aktuell mehr Passagiere als Güter. Das ist auch heftig. Wir müssen beides machen. Nur mit Personenverkehr kommen wir nicht voran. Auf Dauer. Wir müssen definitiv auch mit dem Güterverkehr arbeiten. Mit beidem halt. Gut, wir investieren nicht jetzt in die Fernbuslinien nochmal. Wir investieren jetzt nochmal ein Fahrzeug in die Güterlinie, würde ich sagen. Dass wir da nochmal eine Steigerung haben. Aktuell sind wir bei 75.000 für die Güterlinie. Das ist verdammt viel. Und dann geht noch mehr. Da geht definitiv noch mehr. Außer Brücken wird dadurch größer noch. Mittelmäßig. Ja, ist viel los hier. Garding Eisenbergwerk hat. Eisenerzbergwerk hat eröffnet. Wie gesagt, hier Saarbrücken will jetzt 97 Baumaterial haben, das ist eine ganze Menge. Wir liefen gerade mal 30, also wir könnten das Dreifache an Geld machen dadurch. Statt 75.000 waren das, glaube ich, ne? Ja. Das sind 140.000, 210.000 könnten wir ungefähr machen. Mindestens. Mindestens. Das ist gar nicht mal so schlecht. 27.000 haben wir auf dem Konto.
Bald können wir wieder investieren. In welche Richtung müssen wir gucken? Ich würde vielleicht noch mal einen weiteren Bus hier für Saarbrücken anordnen. Dass wir die Nutzung der Haltestelle hier mal runterkriegen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Die warten so viele Leute auf den Fernbus nach Völklingen, alter Falter. Das heißt, das scheint echt gut anzukommen, ne? 19 Leute waren jetzt mit dem Bus wohl nach Völklingen. Der scheint echt gut angenommen zu werden, ne? Wie sieht es mit anderen Städten aus? Na, Garding will momentan keiner von Völklingen aus. Obwohl da eine Straße lang führt. Da ist nur das Sägewerk. Hier geht es nach oben über den Straßen. Aber auch nicht an die Stadt dran. Von Garding geht es weiter nach Winnenden. Von da aus geht es weiter nach Aumer-Weilertal. Da ist Sackgasse, da ist Sackgasse. Das heißt, alle Städte sind gar nicht miteinander verbunden. Okay. Das ist gut zu wissen. Das heißt, die nächste Stadt, die wir vielleicht anbinden werden, wäre hier Garding. Mal gucken, was das wird für eine Stadt. Das wäre so die nächste Variante, die wir machen können und wahrscheinlich auch machen werden, weil es einfach die einfachste Variante ist, ohne Straße zu bauen oder sonst was. Auch die wollen Werkzeuge und Baumaterial, sehe ich gerade. Auch das ist nicht schlecht. Und hier wäre Kohle zu Stahlwerk möglich, ne? Ist auch relativ kurz. Vielleicht eine Verbindungsstraße auf Dauer hierhin, dass der Weg noch mal kürzer ist. Werden wir schon was schaffen. Da werden wir schon was schaffen, Leute. Wir können nochmal in die Baumaterialien investieren. Wenn wir das Geld zusammen haben. 34.000, 35.000 haben wir jetzt gerade. Komm, weiteres Fahrzeug muss sein, Leute. Und Saarbrücken benötigt jetzt Lebensmittel und Maschinen. Weitere Materialanforderungen von Saarbrücken. Lebensmittel und Maschinen. Ich gerade relativ lang, bis hier Geld reinkommt. Okay, dann warten wir nochmal. Neue Industrie gegründet, Lütke Ökel 2. Wie kommen wir an? Gut, Maschinen wird etwas schwieriger werden. Dafür brauchen wir, glaube ich, Stahl, ne? Bretter und Stahl, genau. Das wird ein bisschen dauern. Was wäre mit Lebensmitteln? Lebensmittel sind, denke ich mal, gar nicht mal so schwer von der Industrie her. Wir hätten hier Getreidefarmen. Wir hätten hier eine Bäckerei oder Lebensmittelfabrik. Aber das ist ziemlich weit weg. Hier hätten wir eine Lebensmittelfabrik bei Hockenheim. Das wäre aber auch nicht gerade der einfachste Weg, ne? Ich glaube, das wird noch nichts großartig. Da müssen wir erst mehr Geld verdienen. Schätze ich mal. Dass wir das machen können. Ich denke mal, davor werden wir erst mal hier die Werkzeuge anschmeißen für Völklingen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und der Fernbus kommt bald an. Der Fernbus
nach Völkling kommt bald an. Darüber freue ich mich sehr. In dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Die nächste Folge geht weiter morgen 19 Uhr. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und sag einmal bis dahin. Servus und tschüss.